Oberbürgermeister Helmut Reitemann beschreibt es als das Highlight des Kunstsommers 2016 in Balingen. Die Kirchenausstellung des expressionistischen Malers in der Stadthalle Balingen. Mit seltenen Werken aus dem Brücke-Museum Berlin liegt der Fokus ganz klar auf Modelle, Akte und Kokotten. Wir waren gestern bei der Ausstellungseröffnung für Sie dabei. 26 Grad in der Sonne. Oberbürgermeister Helmut Reitemann begrüßt die Gäste bei für ihn typisch Balinger Wetter zum Kunstsommer 2016. Das Highlight Expressionist Ernst Ludwig Kirchner. Ein anderes Highlight Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut eröffnet die Ausstellung. Ist es nicht schön, dass wir in Balingen wieder so hochkarätige Kunst präsentieren können? Bilder, wie man sie sonst nur in den großen Museen der Welt erleben kann. Ich finde, das ehrt unsere Stadt in ganz besonderem Maße. Und wir alle hoffen, dass diese Ausstellung sehr viele Besucherinnen und Besucher nach Balingen lockt. Und dass viele Millionen nach Balingen gekommen sind, das liegt auch an Ulrich Klingler. 35 Jahre regelte Ulrich Klingler die Geschicke der Stadthalle. Im Rahmen der Vernissage ist er nun verabschiedet worden, doch dazu später mehr. Er war es, der zusammen mit Kuratorin Annette Vogel mit Herzblut dafür kämpfte, dass Kirchner heute in Balingen zu sehen ist. Schon zum vierten Mal kuratierte sie eine Ausstellung in der Stadthalle. Sie führte die Kunstfreunde in die Ausstellung ein. Kirchner geht es um Gefühlsdarstellungen, um zwischenmenschliche Beziehungen, um Geschlechterrollen, die so viel mehr über gesellschaftliche Umbrüche erzählen können. Stets geht es ihm um den Menschen, um Bewegung, um das Festhalten und Bannen von Schnelligkeit und die Reaktion darauf. Das ist echte Avantgarde. Dann endlich Modelle, Akte und Kokotten. Eintritt, aber auch Einsicht in Lebensbereiche des Mitbegründers des Expressionismus. Der Blick auf seine Umbrüche. Von Dresden nach Berlin, von der Kriegsfront nach Davos in die Schweiz. Zur Malerei, vor der er sich erschossen haben soll. Wer ihn beschreiben will, nutzt Superlative, so schillernd wie Kirchners Ölfarbe. Es heißt, in dieser dichten thematischen Auswahl ist Kirchner noch nicht gezeigt worden. Kirchner in Balingen ist eigentlich bei weitem nichts Alltägliches, sondern das ist eigentlich was Besonderes. Kam nur deshalb zustande, weil natürlich persönliche Beziehungen zum Brücke-Museum da ist. Die Frau Professor Müller vom Brücke-Museum, die Leiterin dort, dann bereit war, tatsächlich ihre Schatztruhe zu öffnen und Balingen diese Bilder zur Verfügung zu stellen. Kirchners Werke hängen im MoMA in New York, in der Staatsgalerie Stuttgart, im Nationalmuseum Berlin und nun bis zum 3. Oktober in Balingen. Kirchner kommt, Klingler geht. Auf den Tag genau am 1. Juli 1980 wurde Ulrich Klingler Geschäftsführer der Stadthalle Balingen. OB Reitemann nannte Klingler einen kulturellen Turbomotor, der die Stadthalle an die Spitze gebracht hat. In 35 Jahren sorgte er mit zahlreichen Angeboten für Millionen Besucher. Für all das, lieber Herr Klingler, gilt Ihnen heute Abend unser aller Dank und unsere aufrichtige Anerkennung. Im Namen der ganzen Stadt, der Kolleginnen und Kollegen, des Gemeinderates, aber auch ganz persönlich danke ich Ihnen für das Geleistete, dafür, dass Sie Ihre ganze Schaffenskraft, Ihre Energie und all Ihr Wissen stets mit der Überzeugung, hier am richtigen Platz zu sein, investiert haben. Zum Abschied etwas Dauerhaftes, ein Fossil, ein Ammonit. Ulrich Klingler wollte sich vor allem bei seiner Familie bedanken. Also kurz und gut, liebe Gerlinde, vielen herzlichen Dank, wie du mich hier begleitet hast. Du bist eine wunderbare und großartige Ehefrau und Partnerin.